Und damit hallo und herzlich willkommen zur einzig wahren und echten Marvel Tierlist auf YouTube. Ihr habt sie schon immer von mir gefordert und heute ist es endlich mal soweit, dass ich Stellung zu allen Marvel-Filmen nehme, wie ich sie finde und wo ich sie einsortieren würde. Und hier auf tiermaker.com gibt es schon eine vorgefertigte Marvel-Liste und dann habe ich gedacht, bam, mache ich das Ganze doch einfach mal. Kurz erklärt, ne? Absolute Liebe, einer meiner, also die Lieblingsfilme von mir, mega gut, gut, okay und einfach nein. So, wir fangen an mit Iron Man 1, der Geburt des Marvel Cinematic Universe. Und hätte der nicht so gut eingeschlagen, dann wäre dieses Marvel Cinematic Universe nicht zu dem geworden, was es letztlich ist. Die Sache ist halt einfach nur, es reicht für mich nicht zur absoluten Liebe, aber es ist einer, den ich definitiv unter mega gut einsortieren würde, weil, wie gesagt, ohne das gäbe es so das ganze MCU nicht. Und es ist ein wirklich von Grund auf geiler Film. Macht mir einfach mega Spaß. Ja, und das Äquivalent dazu, Iron Man 2. Ich habe schon öfter mal was zu Iron Man 2 gesagt und viele sehen das hier anders, aber ich persönlich sage einfach zu Iron Man 2 einfach nein. Ich finde ihn langweilig. Ich weiß nicht warum, aber ich finde ihn wirklich einfach nur langweilig. Er überzeugt mich einfach nicht. Keine Ahnung. Whiplash feiere ich jetzt auch einfach nicht so als Gegner. Nee. Hingegen Iron Man 3 hat wieder eine gute Schippe zugelegt. Und hat wirklich auch wieder was Geiles geleistet. Und gehört für mich zu den besseren Filmen von Iron Man. Aber für ihn reicht es nur zu gut. Ich denke aber mal, das ist schon okay. Er kommt für mich nicht an den ersten Film ran. Dann sind wir bei Captain America. Und leider ist für mein Lieblings-Avenger das Opening der Trilogie leider nicht so ganz gelungen. Es ist ein ordentlicher Film, aber ich kann ihn leider nur unter gut einsortieren. Ich mag ihn, aber er ist leider nicht das, was ich mir gewünscht hätte für einen Captain America Origins Film. Hingegen, The Winter Soldier, einer der wenigen Filme im Marvel Cinematic Universe, der jetzt wirklich wenig oder auf wenig Humor setzt und trotzdem überzeugt, aber auch da reicht es nicht für die absolute Liebe, aber ein wirklich geiler Film, den ich wirklich sehr, sehr mag. Der Abschluss der Trilogie ist ja sowas wie Avengers 2.5 gewesen. Der schafft es für mich, das ist der erste Film hier, der es wirklich schafft auf die absolute Liebe. Alle treffen zusammen, wir haben zum ersten Mal Spider-Man, wir haben diesen unglaublich krassen Konflikt zwischen Tony Stark und Captain America. Das ist einfach einer der besten Filme, die es im Marvel Cinematic Universe meiner Meinung nach gibt. Einfach nein. Thor 1 hat auch nicht das Opening für Thor, was er eigentlich bekommen sollte, was er verdient gehabt hätte. Ich finde den Film okay, aber das war es dann leider auch schon. Er überzeugt mich leider nicht. Eigentlich bin ich wirklich ein Fan von Thor, aber die seiner Solo-Filme. Ja. Nein, auch Thor 2. Thor 2, nein, The Dark World, nein. Der gehört für mich nirgendwo anders hin als da unten hin. Er ist einfach nur langweilig. Stupide und mit Malekith wirklich ein ultra-lamer Gegner. Ich sehe gerade, Moment, ich muss das mal hier ein bisschen runterziehen. So. Dann, Thor Ragnarok. Das Ende der Thor-Trilogie und der ist einfach geil. Das ist der Film, den Thor verdient hat. Ein Humorfilm rund um Thor im Weltall mit richtig coolen Charakteren und einer richtig geilen Story. Der gehört für mich tatsächlich auch einfach nur zur absoluten Liebe. Viele von euch werden das nicht so sehen, weil dieser Humor halt vielleicht ein bisschen too much ist und der Film so ein bisschen, ja, Slapstick-Trash-Humor hat, aber genau das feiere ich einfach. Ant-Man ist für mich ein Film, ja, der leitet den Charakter eigentlich ganz gut ins Universum ein, aber wirklich über, ja, ich tue mich schwer. Irgendwo hier dazwischen, ich würde ihn eher auf gut einsortieren. Auf gut, denke ich, macht einen ordentlichen Eindruck. Ant-Man and the Wasp hingegen, wieder so ein typischer Ant-Man-Slapstick-Humor und der leitet ja gut zu Infinity War und Endgame ein, aber über okay, schafft er es bei mir wirklich nicht. Und dann haben wir Spider-Man. Spider-Man Homecoming, der eher so ein Spider-Man-Tony Stark-Film-Gedönse zusammen ist. Ist ein guter Film, aber meiner Meinung nach hat Marvel Studios nicht das rausgeholt, was man vielleicht aus dem Film hätte rausholen können.
Da geht wirklich noch einiges und natürlich kommt er nicht aufs Okay, aber er ist ein guter Film. Er ist ein guter, solider Film und ja, ist okay. Hingegen, Spider-Man Far From Home, und ich weiß nicht, wer mich da unterstützt, aber das ist einer meiner absoluten Lieblings-MCU-Filme. Ich kann den mir immer und immer und immer wieder angucken. Ich feier diesen Humor. Ich feier Mysterio. Ich feier diese Effekte in diesem Film, die Mysterio da auspackt. Die ganze Storyline drumherum. Es ist einfach cool. Es ist einfach geil. Okay, mein Mitbewohner Ryan würde sagen, ich weiß ja nicht, so viel Anlehnung an Tony Stark und was weiß ich und Trauer, aber für mich einfach absolute Liebe. Guardians of the Galaxy, ein wirklich Film, der vieles anders gemacht hat, der wirklich sehr auf Humor gesetzt hat und wirklich mal was anderes eingeleitet hat, auch mit so ein bisschen Musical-Feeling drin, für mich auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich könnte ihn mir immer und immer und immer wieder ansehen. Immer wieder. Er ist wirklich geil mit dieser Musikuntermalung, wie diese Truppe zusammenkommt und entsteht. Das mag ich einfach. Leider hat es Guardians of the Galaxy Volume 2 dann nicht ganz so gut gemacht. Es ist immer noch ein wirklich guter Film. Wirklich ein guter Film. Aber er schafft es für mich einfach nicht. Der Vorteil ist für Guardians of the Galaxy, ich mag die ganze Truppe. Ich mag alle Charaktere restlos durch die Bank weg. Und ich mag Slapstick-Humor. Und deshalb gehört er da. Nee, da nicht. Gehört er für mich auch zu mega gut, weil ich mag einfach diesen Humor rund um die Guardians of the Galaxy. Kann man jetzt so sehen, wie man will. Ich mag's. Black Panther. Der erste schwarze Superheld. Die Atmosphäre in Black Panther. Mega geil. Die Musik ultra heftig. Die Charaktere geil. Die Story einfach göttlich. Aber irgendwie schafft er es für mich nicht zu einer absoluten Liebe. Er ist ein geiler Film und er schafft es bei mir immerhin auf mega gut. Keine Ahnung, ob ihr das auch so seht. Captain Marvel. Ich habe mich ultra gefreut auf Brie Larson als Captain Marvel. Der Film ist gut, aber da fehlt einfach zu viel. Ich habe mir mehr erhofft. Ich habe irgendwie mehr erwartet. Es ist ein super solider Film, der ist wirklich gut gelungen, aber bei mir schafft das leider nicht über das Gute hinweg. Ist okay, aber Doctor Strange. Habe ich am Anfang, ich weiß nicht, vielleicht habe ich diesen Film auch einfach nur tot geguckt. Ich habe ihn mega oft geguckt, weil ich ihn wirklich mag. Diese ganzen Special Effekte und sowas. Auch die Storyline, mega geil. Dieses Dormammu, I've come to bargain. Mega, mega gut. Aber auch da, ich weiß nicht, entweder habe ich ihn mir tot geguckt oder irgendwas fehlt mir da. Ist ein geiler Film, aber schafft es nie so weit hoch wie so ein Black Panther oder so. Kommt für mich auf die gute Schiene. Ist ein guter Film, würde ich mir immer wieder gerne angucken. Und jetzt sind wir bei den Avengers-Filmen. Avengers 1 ist etwas schwierig. Da ist ultra viel Action dabei. Da ist, wie soll ich das sagen? Diese unterschiedlichen Charaktere, die aufeinandertreffen, ist wirklich cool. Dieses Zusammenkommen und so. Aber auch da fehlt mir irgendwas. Und deshalb schafft es dieser Film für mich immerhin unters Gut. Ich kann nicht genau sagen, was da fehlt, aber es ist ein guter Film, der die Avengers so einleitet. Hingegen Age of Ultron ist, finde ich, schwierig einzuschätzen. Ich habe den am Anfang wirklich oft geguckt und ich mag den Humor darin. Wirklich. Ich mag den ganzen Stil des Films und wir haben auch mal einen Marvel-Marathon im Kino gemacht, um diesen Film zu sehen. Und danach mega heftig sind wir rausgekommen und waren einfach nur fertig mit der Welt, weil das so geil war. Aber er schafft es nicht, so zu überzeugen wie Avengers, wie der erste Avengers. Er ist unterhaltsam, aber auch auf Dauer schafft er es für mich nicht übers Gut hinweg. Und jetzt kommen wir zum Grande Finale, Avengers Infinity War, also zur Einleitung des Grande Finale. Für mich gehören die Filme immer noch zusammen. Und deshalb wisst ihr jetzt auch, wenn eins landet, wo das andere landet. Avengers Infinity War. Wir haben so viele Theorien geschmiedet. Wir haben uns so viele Gedanken darüber gemacht, wie es kommen könnte, was passiert und so weiter und so fort. Und letztlich, muss man wirklich sagen, hat er uns wirklich überrascht. Er hat uns schockiert, er hat uns überrascht und er hat uns alles geboten, was wir wollten. Er ist einfach absolute Liebe. Wo ich aber dann leider sagen muss, Avengers Endgame war vorhersehbar. Wir haben so viele Theorien auch da geschmiedet. Wir haben uns überlegt, wie es sein könnte, was passieren könnte, was kommt und so weiter. Aber es war der gelungene Abschluss. Es ist ein Fanfilm gewesen. Es ist das, was wir haben wollten. Es ist einfach das perfekte Ende für diese Storyline.
alles das, was wir haben wollen, kommt da zusammen. Und es ist einfach ein umwerfendes Finale. Und auch der gehört für mich zu absolute Liebe. Lasst mir aber gerne mal unten in den Kommentaren wissen, wo ihr wirklich große Unterschiede zu mir habt. Nicht jetzt, Iron Man 3 ist für mich mega gut und nicht nur gut, sondern sagt mir, warum ihr Iron Man 2 geil findet. Sagt mir, warum ihr Civil War nicht so geil findet. Über Thor, Dark World und Hulk reden wir besser nicht. Okay? Lassen wir das? Lasst mich eure Meinung unten in den Kommentaren wissen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich sage ciao und bis denne.